Willkommen zu einer neuen Woche. Wie ihr es schon gesehen habt, habe ich für das Global Design schon mein Projekt gebastelt. Ich habe diesmal zwei Karten gemacht, also zwei Varianten gemacht. Das Thema ist Animal, also Tiere, und der Dackel steht schon lange auf der To-Do, dass er mal benutzt wird. Und ich habe eben zwei Varianten gemacht, einmal mit den Stampin' Blends und einmal als Aquarellversion. So. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Ich finde beide Varianten schön. Ich finde die Blend-Version schön, weil die bei so einem Motiv schön farbintensiv ist. Ich finde aber auch die Aquarellversion schön, weil das halt eine Leichtigkeit mitbringt. Das Layout wird euch bestimmt bekannt vorkommen. Hatte ich ja hier schon mit meiner Schneckenkarte. Genau. Zwischenzeitlich haben wir gegessen. Ich zeig mal hier, was mein Mann Feines gekocht hat. Das habe ich auf TikTok gesehen und dann einmal bei einer YouTuberin, die auch vloggt. Die hat das Rezept ausprobiert und das sah echt gut aus. Dann wollten wir das unbedingt nachmachen. Es war jetzt nicht so punktefreundlich, weil ich einfach diesen Light-Feta nicht gefunden habe. Es war zwar jetzt auch ein leichter Feta, aber der hatte noch mal ein paar Punkte mehr als wie der ganz leichte. Aber es war sehr lecker. Also es ist jetzt mal eine halbe Stunde im Ofen. Aber so machen muss man nicht viel. Man muss so den Feta in die Auflaufform mit den Tomaten dazu und die Knobi-Zehen ungeschält. Und dann halt ein bisschen Öl und halt Gewürze, was man so gerne mag. Und dann in den Ofen und die Nudeln währenddessen kochen. Also vom Aufwand her ist es nichts Besonderes. Ja, und wenn es fertig ist, wird das alles nur gemischt. Wirklich lecker. Ihr müsst den Knoblauch noch schälen. Ja, dann habe ich meine Küche gemacht. Ich finde das immer toll, wenn man früh in eine aufgeräumte Küche kommt. Ich schaffe es nicht immer. Ich habe nicht immer Lust, abends dann noch zu putzen und sauber zu machen. Aber manchmal überwiegt dieses Gefühl, wenn ich morgen früh in die Küche gehe und es ist alles sauber, dann überwiegt dieses Gefühl der Freude darauf. Ne? Verrückt. Ja, gehulert habe ich jetzt auch schon. Ansonsten war heute nicht viel. Ich habe heute schon den Vlog geschnitten von letzter Woche. Und den werde ich aber dann morgen erst online stellen. Muss noch das Thumbnail machen. Ja, das heißt, ich werde auch morgen erst die Fotos machen von diesen Geburtstags-Dackel-Karten. Und ja, morgen habe ich auch wieder Englisch. Ich müsste noch mal die Bücher gucken. Ich gucke noch viel zu wenig. Es ist noch nicht so eingeplant in meinen Alltag. Da muss ich mich noch mehr dahinter klemmen.
Aber das ist halt mit vielen Sachen, ne? Mit Gewohnheiten, da braucht man ja, was waren das, 23 Tage, bis das übergeht. Also ich müsste mal mit meinem Stundenplan eintragen und dann einfach da, sei es eine Viertelstunde abknapsen, das ist ja möglich. Jo. Sei es jetzt ist gleich um 7. Ich werde jetzt hier nochmal durchs Internet rennen und gucken, dass alle E-Mails weggearbeitet sind und dann mache ich jetzt Feierabend. Genau, dann sehen wir uns morgen wieder. Bye bye. Hallöchen. Heute ist der 11. Februar und genau heute vor 11 Jahren habe ich den Vertrag bei Step in Up unterschrieben und habe den dann an meine Teamleiterin geschickt, damit sie auch noch unterschreiben kann. Und sie hat den dann wiederum an Stampin' Up! Geschickt. Aber da müsste ja quasi schon früher unterschrieben haben. Zumindest ist heute der offizielle Einstiegstag bei Stampin' Up! Und damals lief das alles noch über den Postweg und ja, war alles noch ein kleines bisschen anders wie heute. 11 Jahre. 11 Jahre Demonstratorin und keine Sekunde bereut. Ja, es ist manchmal stressig, manchmal läuft es nicht rund, manchmal gibt es Dinge, die einen ärgern oder nerven oder was weiß ich, kommt natürlich vor, aber ansonsten ist es einfach so eine Bereicherung in meinem Leben und auch in dem von meinem Mann. Ich bin so gewachsen die letzten Jahre. Ja, durch den Job. Ich habe Dinge getan und Dinge gesehen und Dinge erlebt, die ich vielleicht so nie getan, erlebt, gesehen hätte. Also alleine die ganzen Reisen mit Stampin' Up, die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe, mittlerweile auch Freunde sind und nicht mehr wegzudenken sind. Also sei es Kunden, sei es Team, sei es einfach nur Kollegen oder einfach nur andere Menschen, die, keine Ahnung, in dein Leben gepurzelt sind, durch Stampin' Up!, durch die Tätigkeit. Ist verrückt. Also wenn man das nochmal so Revue passieren lässt und auch eben, wie ich sagte, die Dinge, die ich getan habe, sei es ein Bühnenvortrag. Ich habe ja ein eigenes Stempelset designt und hatte dann die Ehre. Für mich war es eigentlich ja, eine Strafe, ist jetzt zu bös gesagt, aber ich durfte halt das auf der Bühne präsentieren und ich bin absolut kein Bühnenmensch. Auch wenn ich jetzt hier Vlogs mache, wo ich weiß, dass das viele Leute anschauen, aber die sitzen ja jetzt nicht hier. Also ich rede ja nur mit der Linse und entscheide dann immer noch, ob ich es online stelle oder nicht. Und es geht bei einer Bühnenpräsentation ja nicht. Ja, solche Dinge gemacht und ja, geflogen, schon so oft geflogen in fremde Länder, eine Schiffsreise gemacht und wo sich auch mein Denkbild darüber auch total geändert hat. Also Schiffsreisen sind für uns eine wunderbare Möglichkeit, Urlaub zu machen. Dass wenn du da einsteigst und bist am nächsten Tag ganz woanders, hast aber immer dein Bett dabei quasi. Wir sind ja jetzt nicht so die jetzt mal 3 Tage hier, mal 3 Tage dort. Wir haben immer gerne einen zentralen Punkt und von dort aus fahren wir dann immer irgendwo hin und gucken was an oder unternehmen was. Ja, aber eben allein, jetzt habe ich so ein großes Team und ja, zu sehen, wie die wachsen und mit was die sich so rumschlagen müssen oder was sie für Probleme haben oder wo ich helfen kann und dann sehe, dass das funktioniert und das ist so toll, so spannend immer. Also, ja, 11 Jahre. Ja, es ist wirklich schon
krass, was so in diesen letzten Jahren so passiert ist oder seit Beginn passiert ist. Wie mein Mann es damals noch als teures Hobby abgetan hat. Und lange auch nicht geglaubt hat oder nicht gesehen hat, dass das halt ein Job ist, ne? Also nicht bös gemeint, um Gottes Willen, aber er hat dann immer so, wie man halt manchmal so auf der Straße so begegnet, naja, basteln, naja, Kindergarten, 4. Klasse. Ja, und mittlerweile ist es eben ein Hauptberuf, also ein richtiger Fulltime-Job. Ich musste auch vieles lernen, sehr vieles lernen. Und nicht nur was Buchhaltung betrifft und Firmenführung, sondern hier eben auch für mich selber viel lernen. Also für mich als Person viel wachsen und oft selbst hinterfragen, oft neu orientieren, neu optimieren. Aber so ist das halt. Und ja, ich möchte wirklich keine Sekunde missen. Das ist irgendwie... Ich hatte letztens mit einer Freundin gesprochen. Da war so die Frage, wenn du jetzt die Möglichkeit hast oder es wird dir ein Wunsch erfüllt, das zu tun, was du gerne möchtest, also diesen Job auszuüben, den du gerne möchtest. Mir ist nichts eingefallen. Also... Wenn ich wirklich, wirklich, wirklich die Chance jetzt hätte, irgendwas zu tun, wo ich denke, das ist für mich die Erfüllung oder, keine Ahnung, wenig Arbeit wie Geld oder keine Ahnung. Ich wüsste nichts, weil genau das habe ich jetzt. Also ich habe diese Erfüllung, ich tue das, was ich liebe, was ich schon immer geliebt habe. Also Papier basteln war schon immer meins. Und... bringe andere Menschen dazu, das zu tun oder beschenke andere Menschen und bringe denen damit eine Freude. Ja. Oder sie müssen halt, also ich bringe sie dann dazu, ihren Traum zu leben, das dann auch zu machen, wie ich es mache. Also auch ihren Traum zu erfüllen und damit sich einen kleinen Zusatzverdienst zu ermöglichen oder eben auch mehr zu machen, also als später auch als Fulltime-Job. Nicht nur mehr für die Haushaltskasse oder fürs Hobby, sondern wirklich auch mehr. Und das ist so schön. Das ist so schön, dass man anderen damit so eine Freude machen kann. Egal in welche Richtung. Also egal, ob man jemanden beschenkt oder jemanden sein Hobby ermöglicht. Oder eben einsteigt und das selber macht. Ja, alles richtig gemacht, glaube ich. Ja, und jetzt hatte ich hier versucht, meinen Vertrag mal rauszusuchen. Ich finde den irgendwie nicht. Aber es ist halt so mit der Zettelwirtschaft. Aber egal. Ich wollte eigentlich mal so einen Rückblick oder für mich mal zurückgucken, ne? Wie waren so die ersten Projekte. Ich hatte ja schon mal in dem Vlog Projekte gezeigt, die ich meinem Schwiegervater geschenkt hatte. Und aber so mein allererstes Stampin' Up! Projekt zeige ich mal hier. Das war also das erste Set, was ich mir sofort bestellt hatte. Und was dann daraus entstanden sind ATC-Karten, nennt man das. Also so eine Art Sammelkarten. War das damals? Das gibt es bestimmt heute auch noch, aber nicht mehr so viele. Und es war damals, ich hatte ja schon mit Stempeln vor Stampin' Up! Angefangen und hatte mich immer mit Freunden getroffen, zum Beispiel zur Stempelmesse in Stuttgart. Stempelmesse Süd hieß das oder heißt es heute immer noch. Und da hat man dann halt so Karten getauscht und auch schon kleine Goodies getauscht und ja, das machen wir heute noch. Ja, und dann ansonsten war ich heute schon spazieren. Heute Nacht minus 15 Grad und es hat geschneit ohne Ende.
Jetzt scheint endlich die Sonne. Das tut so gut, wenn du dann draußen bist und die Sonne dir ins Gesicht scheint und du merkst, im Schatten ist schon scheiße kalt. Ist das schon eine Wohltat. Und der Schnee knuschelt unter den Füßen. So, der ist jetzt so richtig schön locker. Soll jetzt noch ein paar Tage so bleiben. Ja, und jetzt hatte ich gefrühstückt. Und habe jetzt Bilder gemacht von zwei Global Design Project Werken. Also die eine mit den Geburtstagskarten, was ich ja schon gesagt habe. Und eine gestern Abend entstanden ist, die jetzt Montag online geht. Genau. Und die werde ich jetzt bearbeiten. Dann muss ich noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Ich habe heute wieder Englisch. Ja, und heute Abend machen wir Smashed Potatoes. Da bin ich sehr gespannt. Haben wir gestern schon so ein TikTok-Rezept gemacht. Und heute machen wir dann wieder so ein TikTok-Rezept. Wobei, ja, gibt es jetzt auch schon auf diversen anderen Seiten. Macht ja immer gleich die Runde im Internet. So groß wie das ist, aber so klein ist dann doch wieder die Blase, wo man sich immer befindet. Ja, und dann warte ich hier noch auf ein Zubehörteil für meine Kamera. Das sollte eigentlich schon vorgestern kommen von Amazon, aber irgendwas lief da schief, dass ich mein Display besser sehen kann. So ein, nennt sich Cold Shoe, also so ein Schuh, den man oben drauf spannt auf die Kamera. Und ich habe gesehen, die haben mein Spiel verschickt. Super Mario, die Vorbestellung. Ja, es kommt ja morgen raus. Genau, dann haben sie es heute rausgeschickt. Vielleicht kommt es ja schon heute. Ich glaube jetzt zwar nicht, aber weiß man immer bei Amazon nicht, ne? Ja, werde ich jetzt mal noch ein bisschen hier machen und tun. Und Hausaufgaben. Und ja, mal schauen. Vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Soeben kam meine Amazon-Bestellung. Ich wollte mal wieder meinen Katzen was Gutes tun und habe hier so einen Käse, Plastikkäse mit Mäusen, die da raus und reinkommen sollen. Keine Ahnung. Kam eben an. Jetzt werde ich das gleich mal ausprobieren, ob denen das taugt. Im Moment ist nur die Mimi da zum Probieren. Palim Palim hat's gemacht. So. Ich guck mal kurz in das dicke Heft. Kommen wir hier? So,
Jetzt kommt die Bibi. Jetzt schauen wir mal. Guck mal. Machen wir das so. Oh. Hast du Angst? Hause, los. Also wie man sieht, die Maus kommt manchmal ganz raus und manchmal nur so eine kleine. Das ist witzig. Guck mal, auf der anderen Seite kommt auch eine raus. Hier, Pipi. Guck mal die an. Guck mal, da. Da. Die Sau. Das ist ja witzig. Okay, also Pipi gefällt's. Ah, jetzt aus. Ab ins Haus. Okay, fest. Und das Schöne finde ich, die Füße sind gut. Also das rutscht nicht. Na? Also die könnt ihr wirklich draufhauen. Gar nicht so blöd. Wir haben jetzt gerade Armbrot gegessen. Also gerade. Eigentlich wollten wir heute früher essen, weil ich hätte ja heute meine Englisch-Lesson gehabt. Englisch-Lesson. Aber leider wird der Termin verschoben. Ist auch okay. Weil ich war eh viel zu spät mit dem Essen. Da hätte ich ganz schön reinspachteln müssen. Es gab ja Smashed Potatoes. So schaut das aus auf dem Blech und auf meinem Teller. Sehr lecker. Also im Grunde ist es Kartoffel mit Quark. Aber also normalerweise sind wohl die Kartoffeln ein bisschen grosser, aber bei uns jetzt nicht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Egal. Also wir werden es nochmal probieren. Und dadurch, dass mein Englisch ausfiel, hat mein Mann mit mir jetzt eine Stunde geübt. Sie spielt noch. Sie versucht da noch die Maus rauszuholen. Bibi! Ja, jetzt gehe ich noch schnell durch meine E-Mails und dann mache ich Feierabend für heute. Ich habe gerade noch für Rewe bestellt. Mein Cold Shoe für die Kamera ist auch gekommen. Jetzt kann ich wieder mein Display erkennen und ist jetzt oben nicht mehr das Mikro im Weg, sondern durch diesen Kohlschuh kann ich jetzt das Mikro an einer anderen Stelle von der Kamera angehen, anmontieren. Ziemlich cool. Genau. Und dann war es das schon wieder für heute. Also, bis morgen. Mal aus einer anderen Perspektive und auch schon spät. Ja, ich bin gerade gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich habe seit ein paar Wochen, 2 Monate, habe ich so ein Rauschen auf dem Ohr. Aber nicht immer, zumindest tagsüber hört man das nicht, weil dann die Umgebungsgeräusche natürlich lauter sind. Aber ich merke es halt, wenn ich im Bett liege, auf dem Rücken oder wenn ich mich anstrenge. Das ist wie Fahren bei offenem Fenster, so ein Windrauschen. Und
Heute Nacht hat es mich so genervt, bin dann wach geworden und dann war dieses Rauschen da wieder und hab mich so genervt, dass ich nicht einschlafen konnte. Und ja, und mittlerweile merke ich, dass es mich wieder belastet. Jetzt werde ich am Montag einen Termin machen beim HNO und will das mal abklären, ob da irgendwie was mit den Nebenhöhlen oder irgendwas ist, keine Ahnung, oder vielleicht kann man es ja irgendwie auch behandeln, vielleicht ist es ja auch normal. Ich habe jetzt mitbekommen, dass es eben auch stressbedingt sein kann. Deswegen habe ich jetzt mal wieder angefangen mit Meditieren. Also meditiere schon ab und zu mal, aber ich muss da wieder mehr machen. Ich merke, dass ich das brauche, einfach zum Abschalten. Und ich merke auch, dass mir das hilft. Also danach bin ich richtig tiefenentspannt und ja. Und ich hatte heute dann dementsprechend auch früher Feierabend gemacht. Hab nur bis mittags gemacht, wollte mich dann nach Mittag nochmal hinlegen, ein bisschen Schlaf nachholen, weil ich ja schon die letzten Tage schlechter schlaf. Auch weil der Kater irgendwie in der Nacht meint, er müsste das Haus zerbrüllen. Weiß nicht, Spieltrieb und Aufmerksamkeit, also es ist nichts, er hat nichts, geht's gut. Hunger ist es auch nicht, weil wir haben ja auch das Futter stehen, also keine Ahnung, hat er manchmal. Naja, und dann ist halt Gott sei Dank heute mein Spiel gekommen, was ich spielen wollte heute Nachmittag. Aber mein Mann meinte, er müsste jetzt mal Animal Crossing probieren, weil die ganze Welt das spielt und davon spricht. Und ja, jetzt haben wir die Controller nochmal eingesteckt zum Laden. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen am iPad daddeln und vielleicht dann so in einer halben Stunde dann auch mal mein neues Spiel anfangen. Und dann vielleicht früher ins Bett gehen, in der Hoffnung, das hilft. Ja, dann mal schauen. Ich hoffe, dass das wieder besser wird. Zumindest was das Schlafen angeht. Also ich merke, zu wenig Schlaf komme ich nicht mehr klar. Zumindest im Moment nicht. Also gut, ich bin ja auch keine 20 mehr, aber ich sollte es trotzdem schon noch aushalten können. Aber gut, wenn man angeschlagen ist, ne, da können auch 2 Stunden zu wenig sein. Genau, deswegen, ja, so war mein Tag heute. Nicht so berauschend. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, dass das morgen besser wird. Ja. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Vielleicht. Mal gucken, was morgen ist. Außer putzen. Samstag. Ja, schauen wir mal. Bis dann. Gestern ist nicht mehr viel passiert. Ich habe dann, wie gesagt, Feierabend gemacht. Heute wird auch nicht so viel passieren. Ich gönne mir jetzt einfach mal 2 Tage oder 2,5 Tage mal Ruhe. In der Hoffnung, dass es dann ab morgen wieder, ja, gut ist. Für lange Zeit. Ja,
Ich mache jetzt hier nur kurz Kontrollgang. Einfach so für mich zur Sicherheit, dass jetzt nichts Akutes ist und nichts brennt und so weiter. Und ja. Ja, dann habe ich gerade meine E-Mail aufgemacht und ich habe eine Bekanntschaft, weiß nicht, wie man das nennt, nennt sich Judy. Judy aus Florida. Wir kennen uns schon lange. Also sie ist sehr fleißig mit Kommentieren bei mir und mit E-Mails schreiben und kriegt dann auch mal Weihnachtskarten und Geburtstagskarten. Und sie hat ja auch im Juli Geburtstag und macht dann mal die Juli Birthday Girls und ja, ist immer ganz nett. Ist eine ältere Dame. Sehr, sehr nett. Und ja, ab und zu schicken wir uns halt immer mal sowas hin und her. Also nur Kleinigkeiten, mal eine Karte. Und ich hatte ihr mal German Süßigkeiten geschickt. Und dann hat sie irgendwann gesagt, dass sie so gerne die Werthers, nicht Werthers, wie heißen die? Dass sie so gerne die edlen Tropfen mag, diese Pralinen. Weil die Leute muss es auch geben, die das mögen. Und jetzt hatte ich ihr letztes Weihnachten, also vor Weihnachten, hatte ich ihr eine Pralinschachtel hier, so eine schon große Schachtel gekauft und habe das dann in den Briefumschlag gepackt mit einer Weihnachtskarte und mit noch übrigen Sachen von der Weihnachtsfeier, also so ein Teebeutel und ja, und Bonbons und sowas hatte ich noch mit reingepackt. Und dann hatte mein Mann das mitgenommen auf die Post. Und dann hat die Postfrau gesagt, dass man doch jetzt keine Briefe mehr ans Ausland schicken kann. Und da schoss es mir ein. Ja, verdammt, dachte ich so. Also man kann ja mittlerweile eben keine Maxi-Briefe mehr, außer es sind Dokumente, ins Ausland schicken. Also egal, ob Österreich oder Amerika, das geht halt leider nicht mehr. Es geht nur noch Pakete. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, probieren wir jetzt einfach. Ja, und Mais und Pralinen, wenn es wegkommt, ist es halt weg und ist jetzt nicht so viel, aber wir probieren es halt einfach. Und tatsächlich, gestern, 13.02., kurz vor Valentinstag, kriegt sie das Bäckel, also diesen Umschlag mit den edlen Tropfen. Naja, ich hoffe, sie sind noch genießbar, weil ich schätze mal, dass das halt durch Corona sich so arg verzögert hat. Aber krass, dass es trotzdem angekommen ist, finde ich cool. Vielleicht ist das auch noch so eine Grauzone, weil ich weiß nicht, diese Umstellung mit diesen Briefen ins Ausland, es ist noch nicht so lange, meine ich. Weiß gar nicht. Vielleicht sagen sie, okay, alles, was jetzt noch kommt, bis zum wird noch ausgeliefert und danach ist Schicht im Schacht. Aber cool, also Dezember, das sind fast 2 Monate. Fast 2 Monate. Ja, braucht's nach Florida. Ja, cool. Also ich freue mich. Ich freue mich, dass es angekommen ist. Und Judy jetzt zwar eine Leckerei hat. Genau. Ja, und ansonsten habe ich eine weitere To-Do auf dem Programm gesetzt, also in meinem Programm gesetzt, dass ich jetzt 1 Stunde in der Woche, sollte machbar sein, also mich oben meinem Lager widme und es anzufangen auszuräumen. Also sei es eBay die Kisten mache oder einfach mal die Sachen, die jetzt nicht mehr so viel Wert haben, irgendwelches Dekozeug, Bilderrahmen oder so, dass ich dann mal entscheide, was ich damit mache, ob verschenken. Wir haben ja bei uns im Ort, also wir haben im Facebook für unseren Ort eine Schenkegruppe. Finde ich sehr, sehr gut, sehr toll.
Weil nur weil das für mich keinen Wert mehr hat, ist es halt manchmal auch zu schade, trotzdem wegzuschmeißen. Und gerade jetzt haben auch die Sozialkaufhäuser zu, leider. Und dann nutzen wir eben diese Schenkelgruppe. Vielleicht kann es halt jemand anders gebrauchen, ne? So wandert halt weniger Müll, finde ich ziemlich gut. Also ist eine tolle Sache. Das heißt, ich brauche halt dann eBay verschenken oder verkaufen und Müll. Wobei Müll habe ich nicht so viel, glaube ich. Und wenn, dann wird es in eine große Kiste gepackt und als Überraschungsbox angeboten. Oder als großes Ganzes angeboten. Genau. Das habe ich mir vorgenommen und vielleicht fange ich dann heute mal an damit. Mal so eine Stunde, das ist machbar, das ist okay. Ja, mehr wird wahrscheinlich heute nicht passieren. Das neue Mario-Spiel ausprobiert, also Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Nett, richtig, wieder ein schönes Mario-Spiel. Gefällt mir. Ist manchmal zwar auch wieder, wenn ich irgendwelche Leben verliere. Ja, so. Genau. Und heute haben wir ja Jahrestag. Ja, und leider mit Essen gehen ist ja heute nicht. So schade. Da habe ich mich immer sehr drauf gefreut. Wir sind jetzt halt leider nicht so die großen Essensgeher. Warum eigentlich nicht? Könnten wir mal ein bisschen öfter machen. Ja. IKEA geht ja auch nicht mit Essen, hat man auch schon gemacht, so bei IKEA essen. Da gab es immer die leckeren Waffeln mit der Kirschsoße. Oh. Nee, wir werden wahrscheinlich heute Pizza bestellen. Vielleicht schließen sich ja die Nachbarn mit an. Wir haben da so eine Nachbarschaftsgruppe, die hatte ich letztes Jahr beim ersten Lockdown ins Leben gerufen. Wir sind ja hier so vier Wohnblöcke, wobei unser der größte ist. Und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also wir sind hier ein paar. Und ich habe halt dann aus der unmittelbaren Nähe, also links und rechts, die Nachbarn so mit ins Boot geholt, dass wir beim ersten Lockdown haben ja halt die ganzen Restaurants unterstützt, die halt dann ausliefern, angeboten haben. Und da haben wir halt dann auch oft dann bestellt und alle miteinander, damit dann halt gut was zusammenkommt, damit es sich lohnt, ne? Und ja, das haben wir jetzt wieder. Also machen wir jetzt öfters mal oder ab und zu mal, nicht öfters, aber ab und zu mal machen wir es halt. Es ist halt immer schwierig, das dann alles unter einen Hut zu kriegen, so. Von der Uhrzeit her, jetzt ist zum Beispiel so, dass uns jetzt zum Mittag eingefallen ist, dass wir heute Abend keinen Bock haben zu kochen. Und da, wo wir eigentlich Pizza holen wollten, der macht erst abends auf. Jetzt schauen wir mal, ob sich noch ein paar Nachbarn anschließen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt Montag und ja, habe schon einiges gemacht heute. Wie ihr gesehen habt, gerade noch meine Vögel gefüttert. Ich habe so ein Taubenpärchen, die hier öfters kommen, voll süß, die zwei sehr schöne Tiere. Ich weiß nicht, ob die jemandem gehören oder einfach aus der Wildbahn. Ich konnte jetzt auch keinen Ring oder irgendwas erkennen. Und ja, ich habe da so eine Mischung mit Erdnüssen drin. Und die Erdnüsse sind immer die ersten, die weg sind. Ich weiß nicht, ob die Tauben das fressen oder Amseln oder so, weil es sind ja schon große Stücke. Also die Spatzen sind es mit Sicherheit nicht. Ja, ist immer nett.
zu beobachten. Ich hatte auch letztens mal so alte Äpfel aufgeschnitten und habe die auf die Terrasse rausgelegt. Und da kam auch eine Amsel und hat dann gepickt wie eine Blöde. Ja. Ansonsten habe ich heute beim HNO-Arzt angerufen. Die haben ja seit heute wieder auf und habe jetzt für einen zweiten, also in 2 Wochen, einen Termin bekommen wegen meinem Rauschen. Sie sagt, dann müssen wir noch einen Hörtest mitmachen. Ja, also mit Hören habe ich auch keine Probleme. Im Gegenteil, ich höre manchmal viel zu viel. Dafür, dass ich fast 10 Jahre in einer Firma gearbeitet habe, wo Gehörschutz vorgeschrieben war, weil die Maschinen so laut waren, aber mir nie Gehörschutz getragen haben. Es war damals ja nicht so, es war empfohlen, aber nicht, dass das geahndet wird. Und trotzdem hat mein Gehör keinen Schaden genommen. Toi, toi, toi. Ich war ganz froh drum. Ja. Ansonsten muss ich heute Karten machen. Ich habe ja nur das ganze Wochenende mal nichts gemacht und es tat schon gut. Also gestern Abend ging es mir wieder nicht ganz so prickelnd, aber vielleicht war es so einfach so, weil mir halt der Schlaf gefehlt hat. Ich hatte heute Nacht fast 5 Stunden Tiefschlaf und das habe ich normalerweise, wenn ich merke, dass mein Kopf nicht gut geht oder dass mir halt viel Schlaf fehlt. Und scheinbar habe ich es heute Nacht aufgeholt. Also es fühlt sich zumindest gut an heute. Ja, deswegen neue Woche, neue Taten. Ich habe auch nicht mehr eBay-Kisten gemacht, also oben in meinem Zimmer. Ich hatte einfach keine Lust. Ich habe lieber ein bisschen Mario gespielt. Ja, na mal gucken, was heute noch so ansteht. Ja, eine halbe Stunde ist ja dann Frühstück. Und muss jetzt noch ein paar Bestellungen machen, die übers Wochenende reingekommen sind. Telefoniert habe ich auch schon. Ist gut. Genau. Also bis später. Heute ist Dienstag, Buchhaltungstag. Ja, und einkaufen. Also ich habe heute wieder einen Einkauf geholt. War schon kurz beim DM, habe einen Kokosdrink geholt. Den gibt es nur beim DM. Also den besonderen. Und ich habe nämlich gesehen, dass eine Vloggerin, die hat jetzt mal sich Porridge gemacht und die nimmt halt immer diesen Kokosdrink dazu. Weil der auch wenig Punkte hat. Und sie hat sich eine Zucchini mit reingeschnitten. Also, weil Zucchini ist ja was, was jetzt nicht keinen wirklichen Geschmack hat, also keinen starken Eigengeschmack hat. Und nehmen ja auch viele zum Beispiel zum Kuchenbacken. Und es ist aber ein Gemüse, ist gesund und es macht mehr auf dem Teller. Und das wollte ich heute mal ausprobieren. Ich habe mir eben diesen Kokosdrink geholt, der ist sehr lecker. Ich hatte vorher ein Kokoswasser, hieß das. Darfst ja nicht Milch sagen, deswegen steht ja dann immer irgendwas drauf. Das stand nur extra drauf, ungesüßt, und dachte, okay, wird dann wenig Punkte haben. Hat es jetzt aber nicht so gehabt und es hat wirklich geschmeckt. Und dieses von DM, sehr lecker. So richtig nach Kokos. Also bei dem anderen war schon auch so eine Kokos-Flavor-Note dran. Aber pur trinken konntest du es nicht. Und dieses von DM war, ist echt gut, ist echt lecker und hat eben wenig Punkte. Also ein Glas, ein Punkt, also Bombe. Und ich habe mir eine Zucchini gekauft und habe das heute probiert. Ich habe leider zu viel Zucchini gemacht. Da habe ich nicht geschalten, keine Ahnung. Eine halbe hätte es auch getan. Und tatsächlich, also durch das feine Reiben von der Zucchini hast du noch sogar noch so ein bisschen Crunch. Ne? Also, und schmeckt jetzt nicht nach Gurke. Also,
krass. Ja, echt interessant.